Liebe Pfarrgemeinde, ein herzliches Grüß Gott aus unserer Pfarrkirche. Wir begrüßen euch zu unserer Videobotschaft, der ersten im Marienmonat Mai. Es herrscht momentan wieder eine gewisse Aufbruchstimmung, die uns vielleicht hoffen lässt, dass wir in gewisser Zeit wieder mal einen Gottesdienst gemeinsam feiern können. Und diese Hoffnung gibt Kraft. Heute ist der vierte Sonntag der Osterzeit. Ja, wir feiern immer nur Ostern. Hören wir jetzt einen Ausschnitt des Sonntagsevangeliums. Aus dem Johannesevangelium. Jesus erzählte folgendes Gleichnis. Amen, Amen, ich sage euch, wer in den Schafstall durch die Tür hineingeht, ist der Hirt der Schafe. Ihm öffnet der Türhüter und die Schafe hören auf seine Stimme. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Wenn er alle seine Schafe hinausgetrieben hat, geht er ihnen voraus und die Schafe folgen ihm. Denn sie kennen seine Stimme. Weiter sagte Jesus zu ihnen, Amen, Amen, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Im heutigen Evangelium begegnen wir einem Hirten und seinen Schafen. Was macht denn einen guten Hirten aus? Er kennt seine Herde. Er ist mit ihnen vertraut. Die Schafe folgen ihm. Sie hören auf seine Stimme, sie kennen seine Stimme. Der Hirte ist fürsorglich und er weiß, was die Tiere, die ihm anvertraut sind, brauchen. Jesus sagt mit diesem Gleichnis nicht, dass wir Menschen wie Schafe sind. Er sagt, dass Gott weiß, was wir Menschen brauchen, um gute Weide zu finden, um das Leben zu haben, um es in Fülle zu haben. Leben in Fülle, das kann für jeden von uns was anderes bedeuten. Auch jetzt, in dieser so ungewissen und herausfordernden Zeit, dürfen wir das Leben auf ganz besondere Weise spüren. Werte wie aufeinander achten, fest zusammenhalten, unser Zuhause besonders schätzen. Ja, diese Werte sind wichtiger denn je. Wir laden euch jetzt ein Stück Heimat mit uns gemeinsam zu genießen. Thank you.
Wenn man so am Wolfsberg oben steht, kann man eine ganz besondere Aussicht auf unseren Heimatort genießen. Heimat macht aber nicht nur eine schöne Landschaft aus, sondern eigentlich viel mehr die Leute, die dort wohnen. Es sind die Leute, mit denen man Feste feiert, mit denen man mal gemütlich plaudert oder die man sonst wo trifft auf der Straße. Es sind aber auch die Leute, die da sind, wenn auf einmal der Reifen am Batschen hat oder wenn man plötzlich selber nicht mehr einkaufen gehen kann oder wenn man sonst irgendwo Hilfe braucht. Viele von den Leuten, von denen ich jetzt gerade geredet habe, sind bei uns in Unterweißenbach in Vereine engagiert. Gerade in letzter Zeit haben wir das dann oft gespürt, wie wichtig oder wie gut oder wie super das ist, dass wir solche Vereine auch haben. Ein Verein, auf den ich da jetzt besonders aussehen möchte, den taten wir normalerweise heute da in unseren Pfarrkirchen begrüßen. Und zwar sind es die Freiwilligen Feuerwehren aus Unterweißenbach. Möttlers, Hockstock und im Unterweißenbach. Sie taten da mit uns heute den heiligen Florian ehren. Deshalb möchten wir heute die Freiwilligen Feuerwehren und alle anderen Vereine in den Mittelpunkt stellen und einmal ein herzliches Dankesong für euren Einsatz und für eure Freizeit, für eure Kraft und Energie, das ihr in euer Tun beim Verein einsteckt. Danke dafür. Jetzt möchte ich gern mit euch ein Lied singen, und zwar ist euch die Melodie sicher aus dem Gotteslob bekannt. Es ist von dem Lied die Melodie Lobe den Herrn. Wir haben aber ein bisschen einen anderen Text, den werden wir natürlich für euch einblenden. Wir freuen uns, wenn ihr mit uns singt. Thank you.
Auch heute dürfen wir uns wieder vor Gottes Segen bestärken und ermutigen lassen. Wie der gute Hirte sei Gott mit uns. Es segne und behüte uns, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich möchte mich am Schluss jetzt bei allen Mitwirkenden sehr herzlich bedanken. Ein besonderes Danke möchte ich auch sagen für das gute Miteinander bei uns in dem Pfarrer, in den Vereinen, in unserer Gemeinde. Danke, dass wir da leben dürfen. Ein ganz besonderer Dank gilt heute unseren Feuerwehrmännern und Feuerwehrfrauen, die immer für uns da sind. Danke dafür. Und am Schluss wünschen wir euch einen schönen Sonntag und eine gute Woche.